Diese wunderschönen Tiere haben wir Menschen so lange gejagt, bis sie ausgestorben sind. Bis 1970 gab es in Zentralasien noch den kaspischen Tiger. Und dann kamen die Menschen und dachten sich, hey, der sieht echt schön aus. Lass den mal ausrotten. Die Riesenseekuh sieht so aus wie die Seekühe, die es auch jetzt noch gibt, nur war sie viel größer, bis zu 10 Meter lang und hat etwa 4 Tonnen gewogen. Die letzte Riesenseekuh wurde wohl 1876 von irgendeinem bescheuerten Pelzjäger getötet. Und diese beiden Tiere gab es bis vor wenigen Jahren noch. Bis vor 10 Jahren gab es die Pinta-Riesenschildkröte noch. Die konnte sehr alt werden, war aber nicht besonders schnell und deswegen auch leichte Beute für Jäger. Und 2011 ausgerottet durch uns Menschen, yay, wir haben es wieder geschafft, das westafrikanische Spitzmaulnashorn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Grund dafür macht mich einfach nur aggressiv. Das Horn der Nashörner wird klein gemahlen und zum Beispiel für die chinesische traditionelle Medizin benutzt. Als Potenzmittel. Klasse. Da kannst du auch Haare essen oder Fingernägel klein reiben. Bringt genauso viel. Aber auf die Hörner gab es extreme Preise und deswegen wurden die Nashörner von Wilderern erlegt. Boah, ohne Witz. Menschen sind einfach so richtig kleine Okay, ich habe mich wieder einbekommen. Doch nicht, ihr kleinen.